Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kampf um den Kurs. Wir fahren heute gegen Blacky, beziehungsweise er nennt sich BU Bot und wir fangen einfach mal an. Auf Marios Rennpiste, ja, eine meiner Standardstrecken, beziehungsweise einer meiner Lieblingsstrecken sogar. Ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt eine Chance haben, weil Blacky hat, wie ich im letzten Video schon angedeutet hatte, sehr viele Rekorde. Zumindest im Zeitfahren und auch in Kampf um den Kurs hält er sehr viele Strecken. Hat auch schon eine sehr beeindruckende Bilanz abgeliefert, was bis jetzt hier so an Matches vonstatten gegangen ist. Und ja, wir haben einen Spiegel, wunderbar. Auf Rennpiste muss ich echt mal gucken, was da geht. Er meinte ja, es wird nicht schön für mich. Ich nehme die Herausforderung gerne an und wenn ich extrem versagen sollte, dann ist es auch nicht schlimm, weil wir sind hier definitiv in der Underdog-Rolle. Und da kann man nur gewinnen, also verlieren ist da... Ja, er meinte jedenfalls, er ist nach der ersten Kurve schon weg. Das haben wir hier jedenfalls schon mal beeindruckend widerlegt, weil wir sind dran. Und wir sind sogar vorn, juhu. Aber wahrscheinlich wird das nicht allzu lange anhalten tatsächlich. Versuchen wir uns einfach mal ein bisschen zu festigen. Und ja gut, Windschatten wird er kriegen, ganz klar. Ja, hat er auch schon. Schade, wir hätten beinahe an die Pflanze gerammt. Dann ziehen wir selbst mal Windschatten, wunderbar. Also wir sind eine Runde schon mal dran, das ist in Ordnung. Und können uns vielleicht auch noch ein wenig länger gegen ihn behaupten. Ich habe keinen Plan. Also seine Versprechung für dieses Match hat er jedenfalls schon mal nicht gehalten. Juhu. Nein, keine Ahnung, also... Ja, wie gesagt, ich bin ein bisschen länger eingerostet, aber ich denke, Rennpiste kann man doch nicht wirklich verlernen. Das ist eine recht simple Strecke. Jetzt hat der Windschatten bekommen und ist wahrscheinlich auch weg. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja. Versuchen wir einfach, näher rankommen werden wir nicht mehr. Also er ist schon gut weg. Das ist so gut wie verloren, wenn er jetzt keinen Mist mehr baut. Aber hey, wir haben uns immerhin schon mal ganz gut behaupten können und... Mit ein bisschen Glück können wir uns ja sogar ein Rennen im Non-Item sichern, wenn ich hier nicht so eine Grütze machen würde gerade. Naja gut, jetzt ist das Rennen eh schon gelaufen. Ja, komm, geschenkt. Ja, man muss auf jeden Fall auf Rennpiste aufpassen, dass der Gegner keinen Windschatten zieht, so wie wir es eben erlebt haben. Also keinen Windschatten, der einen komplett aus seiner Sichtweite, nein, nicht Sichtweite, aber aus seiner Reichweite für einen eigenen Windschatten einfach bringt. Auch diesbezüglich habe ich schon mehr philosophiert in meiner ersten Staffel Kampf um den Kurs. Ich habe es jetzt einfach mal Staffel genannt, ja. Ohne 1,50,2 ist doch schon, naja, gut. Er meinte, er schafft Besseres, aber egal. So, zweites Rennen. Wir fordern unser Glück erneut heraus. Naja, gut, hier wird es wohl kaum Glück sein. Also im Non-Item kann man in jedem Falle... Was ist jetzt los? Juhu! Was geht denn jetzt ab? Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, das Rennen werden wir wohl neu starten. Wir sehen uns jedenfalls gleich wieder. So, offensichtlich hatte er denselben Fehler wie auch bei uns. Das war irgendwie eine beiderseitige Leckverbindung oder so. Und er meinte, er hofft, dass jetzt 150 drankommt. Da hat er ja schon mal Glück gehabt jetzt. Baba, jawohl, weggehauen. Und jetzt kommt er natürlich mit Windschatten nach vorne und jetzt wird es schwierig, ihn nochmal einzuholen, wenn ich jetzt keinen Windschatten ziehe. Ah, nee, schade. Ah, jetzt müssen wir aber richtig eng dranbleiben, ansonsten wird das nichts mehr. Das hat er wenigstens einmal korrigieren müssen. Ich versuche nochmal... Nee, ich glaube, da kommen wir nur schwerlich... Oh, da könnten wir nochmal rankommen. Nee. Okay, so gut bin ich selten gefahren, aber ich komme trotzdem keinen Meter näher. Also, wie gesagt, wir sind hier in der Underdog-Rolle. Wir müssen das nicht unbedingt jetzt gewinnen hier. Es wäre nett, wenn wir nicht 8-0 verlieren würden. Aber hier, das ist schon... Also, er fährt da schon gut ab. Da muss man seinen Hut ziehen. Auch wenn gegen ihn aus irgendeinem Grund sehr viele Heckvorwürfe bestehen. Ich weiß nicht warum. Ich meine, vielleicht ist er einfach nur sehr gut und... kann das auch sehr gut hier runterfahren. Aber ich meine, das ist schon, sieht schon sehr souverän aus. Also er macht auch an jeder möglichen Kurve, an der Pipe macht er Zeit gut. Also da braucht man sich echt nicht beschweren. Und
Zumindest bis jetzt werde ich derweitige Hackvorwürfe zurückweisen. Also das ist ja echt schlimm. Ich weiß nicht, das ist generell so in letzter Zeit, da wird jeder als Hacker beschuldigt. Das ist, ich weiß nicht, ob es einfach mehr gibt und es deswegen so ist oder... Naja, jedenfalls hat sich das schon irgendwie negativ eingeprägt bei mir. Und deshalb war es wahrscheinlich auch goldrichtig, aus der Clan-Szene an sich ein bisschen eher auszusteigen. 1,495, naja, das ist schon besser. Und naja, nächstes Rennen. Und auf ein neues. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass wir wenigstens einen Sieg aus den Rippen leiern können. Im Non-Item-GP selbstverständlich. Also im Item-GP ist das ja dann eh mehr alles glückabhängig oder so. Aber im Non-Item so ein Sieg wäre dann schon ganz cool. Jetzt kommt er wieder mit Windschatten an, genau. Und jetzt möchte ich in dieser Kurve am besten keinen Windschatten. Das wäre nett, dankeschön. Und da ziehen wir den Windschatten. Gut, ich hätte jetzt natürlich den Mini-Turbo behalten können. Das wäre vielleicht sogar sinnvoller gewesen, aber irgendwie, naja. Ich war das gerade auch ein bisschen gurkig. Okay, da hat er wieder Windschatten bekommen. Und jetzt ist er wieder aus dem Windschatten, Fragezeichen. Oh, der war gut gezogen. Aber wir sind noch dran. Das ist gut, wir sind immerhin nach einer Runde nochmal dran. Ja, komm, gib mir Windschatten, auf geht's. Du willst es doch auch. Nein, will er nicht. Nein, will er wirklich nicht. Na, ah, jetzt sind wir schon fast wieder außer Reichweite und jetzt habe ich Mist gebaut. Ach Mann, komm. Ah, ja, ja, jetzt wird er wahrscheinlich schon wieder weg sein. Gehe ich zumindest schwer davon aus. Die Kurve war auch jetzt gar nicht gut und... Ich weiß nicht, ich verpasse das irgendwie immer mit dem Doppel... Okay, das hat er verkackt. Gut. Ja, und das habe ich verkackt. Ja, ich fahre auch nicht gut. Das ist gerade... Kommt alles zusammen. Er fährt stark, nicht unbedingt komplett souverän, aber sehr souverän. Oh. Oh, oh, oh. Das war natürlich jetzt mal ein Fail. Aber da will er mir vielleicht auch einfach nur zeigen, dass er besser ist und jetzt nochmal aufholen. Das kann natürlich auch sein. Das wird er wahrscheinlich auch schaffen, wenn ich mich da nicht täusche. Oder auch nicht. Weil das sah jetzt schon nach einem sehr großen Fail mal wieder aus. Jetzt müsste er den Double Bounce hier an der Pipe schaffen, um dann noch was zu holen. Und den macht er nicht. Ne, das reicht nicht für den Windschatten. Yes! Ein Sieg! Einen Sieg! Jawohl! Ich profitiere momentan echt nur von den Fehlern meiner Gegner. Das war auch schon bei Dele so, aber... Naja, solange es für einen Sieg reicht. Ich meine, wir haben es immerhin noch halbwegs souverän zu Ende gefahren. So kann man es auf jeden Fall beschreiben. Und im nächsten Rennen mal sehen, was da noch so geht. So, da wir jetzt vorne starten, wird es essentiell sein, dass wir in jedem Fall ihm keinen geilen Windschatten geben. Ja, oder sowas nicht machen. Das ist natürlich super. Juhu, ach komm, wir fahren es zu Ende, was soll's. Naja gut, also ihr seht schon, das ist... Ich muss mich auch in den Kampf um den Kurs erst wieder ein bisschen reinfinden und mit dem einen Match gegen Dele war das jetzt nicht unbedingt getan. Ich meine, sind wir zwar 4 Non-Item-Rennen gefahren, aber ihr müsst euch überlegen, dass, ja, ich weiß nicht, wenn man ein Jahr kein Non-Item-One-on-One mehr gefahren ist, dann kann man sogar mal Fehlstarts einfach so hinlegen. Ich meine, das passiert mir am Zeitfahren auch ganz gerne mal, aber ich hatte jetzt irgendwie auch nicht das Gefühl, dass das ein Fehlstart wird. Also, das hat mich jetzt auch irgendwie getroffen, überraschend. Und ja, gut. Wie gesagt, gammeln wir das Rennen nochmal zu Ende. Sehr unwahrscheinlich, dass wir das hier jetzt noch gewinnen werden. Eine einzige Möglichkeit wäre, im Item-GP ein 4-0 zu schaffen, aber das ist so gut wie unmachbar. Ja, gut. Immerhin ein Non-Item-Rennen für uns entschieden, wenn auch nur wenig ruhmreich, aber dafür haben wir ihm das hier ja im Prinzip jetzt auch schon geschenkt. Lässt er uns da nochmal rankommen, oder ist das nur... Naja, keine Ahnung. Also auf Rekordzeit fährt er jetzt offenbar nicht. Oder ist eben doch irgendwo gegengeknallt beim Pipe Bounce. Ja, aber ihr seht schon hier, der macht den Double Pipe Bounce. Den kann ich gar nicht. Also, da braucht ihr mir echt nichts zu fragen. Meine 36-7 ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Runde. Also, ich glaube, mein Rekord hier Non-Item oder Non-Shroom war so eine hohe 1,49. Also, gerade so einen 1,49. Das heißt, drei Runden, die so um die 39. Nee, Quatsch. Ja, wo ist denn das? 35,6, genau. Da um den Dreh sind. Und dann schafft man auch sowas in der Art. Aber er meinte schon, ja, hier 1,48er Runden gehen. Und das ist schon, ja. Also eine Sekunde über die ganze Strecke rauszuholen, ist jetzt vielleicht nicht
komplett uneinholbar, vor allem mit Windschatten, aber naja, ihr habt gesehen, wozu es geführt hat. Wir probieren im Item-GP nochmal unser Bestes, aber ob das reicht, wird man dann sehen. Ab geht's in den Item-GP. Ich habe meinen Glücksbringer Donkey ausgepackt und hoffe, dass er mich irgendwie zum Sieg führen wird. Zumindest in ein paar Rennen. Also dass wir 4-0 hier abstauben, das ist... Davon wollen wir erst gar nicht denken, das ist... Wow. Schade, schade. Ich habe gedacht, ich treffe ihn da. Aber naja. Ich meine, wie soll man jetzt taktieren auf Rennpiste? Das ist ein schwieriges Thema. Es gibt Leute, die denken, ja, man hält sich sowieso immer auf 2, weil alles andere macht keinen Sinn. Aber wenn sich immer beide Leute auf 2 halten, dann macht es auch keinen Sinn. Also von daher ist das Schwachsinn. Ja, ich probiere es auf meine Art und Weise dann doch lieber, dass ich einfach mal immer ein paar Items nach hinten werfe und hoffe, ihn zu treffen. Schade. Ich habe gedacht, er rechnet jetzt nicht damit, dass ich auf einer geraden Greenshell zurückwerfe und fährt deshalb da rein. Man muss ein bisschen den Überraschungseffekt wahren, das ist ganz klar. Schließen wir mal hier einen zurück. Okay, er will gar nicht die Abkürzung ziehen. Hätte man sich auch denken können, weil er wird jetzt natürlich seinerseits versuchen, Pilze zu halten, beziehungsweise Pilze zu haben, die dann in der dritten Runde irgendwie einzusetzen und dann hat das im Prinzip auch schon. Ja, machen wir einfach hier mal einfach einen zurück. Ja, ich weiß nicht, wie ich ihn treffen soll. Das funktioniert halt nicht auf Rennpiste. Da ist alles sehr gut einsehbar. Wir können hier vielleicht, da wo die Fakebox in der Kurve liegt, nochmal außen einen Greenshell zurückwerfen. Ja, wunderbar. Herrlich. Okay, er hat aber Pilze, also mindestens einen. Ich lege einfach mal alles nach hinten, was ich habe. Weil wie gesagt, er hat mindestens einen Pilz. Und von daher... Nun ja, wir müssen ihn ein wenig bekämpfen. Und ich nehme mal an, er hat noch einen Pilz. Sonst würde er jetzt nicht sowas machen. Schade. Hätte ja klappen können. Ja, er wird jetzt noch den Pilz zünden und dann ist er durch, ja. Ja, das war... Schade, schade. Ich sag das zu oft, kann das sein? Schon im letzten Match die ganze... Nee, das war gar nicht. Das war im Zeitfahren, genau. Da habe ich das die ganze Zeit gesagt. Aber ich glaube, das lade ich erst später hoch. Deshalb fällt es euch hier noch nicht so auf. Naja gut, das Match ist verloren, aber was soll's, wir versuchen noch ein paar Ehrenpunkte zu holen. Also das Taktieren eben war zwar mehr schlecht als recht, hat aber trotzdem fast geholfen. Ja, das ist natürlich super, wenn man danach wieder einen Fehlstart zieht. Juhu, ich sollte Starts üben. Ich sollte mich einfach mal im TT hinstellen und nur Starts üben. Das ist, glaube ich, irgendwie sinnvoll. Ich glaube, wir zünden jetzt einfach mal den Maxi, weil wir sind so weit weg. Das Problem daran... Wir kommen sonst nicht mehr näher ran. Und das ist... Oh ja, das ist nett. Ja, ich würde sagen, wir behalten uns einfach mal die drei roten. Die einzige Möglichkeit, wie er uns damit jetzt richtig ownen könnte, ich behalte die auch mal drin, dass er vielleicht auch denkt, ja, in der dritten Runde hier, da zündet der was oder so. Aber er seinerseits wird natürlich jetzt auch sehen, ah, der hat kein Item draußen, der wird wahrscheinlich sich irgendwas vom zweiten Platz aufgehoben haben. Und es kann sein, dass er jetzt denkt, wir haben Pilze. Dann wird er versuchen, uns abzuschießen. Wäre nicht so schlimm, weil dann holen wir einfach die drei Roten raus und schützen uns damit. Dann sieht er zwar, was wir haben, aber naja, wenn er sich Pilze aufhebt, dann können wir ihn in jedem Falle richtig wegficken in der dritten Runde. Und von daher lasse ich das einfach jetzt mal darauf beruhen. Das A und O in solchen Rennen, wenn man Item spielt und eben auf Strecken spielt, wo nicht eben nach einem... Item schon die Strecke entschieden ist, sondern wo man mit Pilzen eben sehr viel rausholen kann. Da ist das A und O, dem Gegner irgendwie entweder in die Karten gucken zu können oder sich nicht in die Karten gucken zu lassen, was man für Items hat, wie man versucht sie einzusetzen, um den Gegner daran zu hindern, Erster zu werden. Das ist ganz wichtig und irgendwie hat er jetzt gerade verkackt. Okay, jetzt hat er Pilze. Ja, das ist natürlich super. So würde ich das auch machen, wenn ich fahren könnte. Ja, der erste zerschellt schon mal. Der zweite und dritte kommen zwar, aber wenn er jetzt clever ist und sich Items holt, dann können wir damit leider nichts ausrichten. Oh, wir haben ihn. Ja gut, wir haben ihn getroffen. Er hat versucht, ihn dann irgendwie noch abzuwehren. Drei Pilze waren natürlich auch nochmal glücklich gegen Ende. Aber, naja gut, wenn ich nicht so dämlich gefahren wäre, dann hätten wir das auf jeden Fall gewonnen. So war es dann mehr Glück als Verstand, aber naja. Gut, ab geht's ins nächste Rennen. Wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, was wir gemacht hätten, wenn ich nicht in den Green Shell reingefahren wäre. Weil ich hätte dann auf jeden Fall ihn
in der Röhre vorgelassen und ihm die drei Reds reingeknallt, wenn er bis dahin kein Item gezückt hätte. Weil dann hätte er ja höchstwahrscheinlich Pilze gehabt. Und das Riskante daran ist, wenn er den eben ganz am Ende über den Rasen zieht, dann treffen die Roten nicht mehr und dann nützt es auch nichts mehr, dass ich drei Rote habe. Deshalb muss ich ihn vorher vorlassen. Aber er hat dann gemeint, er wäre dann umgekehrt oder beziehungsweise stehen geblieben und hätte gewartet, bis ich dann wiederum versuche zurückzufahren, um ihn damit zu treffen. Und dann, na schade. Und dann eben so den Roten aus dem Weg gegangen. Na, das hat er gut gemerkt. Ja, ich merke, er kann One-on-Ones auf jeden Fall ganz gut einschätzen. Das hat er jetzt nicht eingeschätzt, weil das... Ja, sowas, damit kann man Gegner immer überraschen. Wenn sie denken, man hat kein Item mehr, man fährt durch ein Item, triggert ganz schnell und haut ihnen dann voll was vor die Fresse. Das klappt immer ganz gut. Aber naja, ich meine, wir fahren jetzt sowieso nicht mehr für den Sieg oder so. Wir fahren eigentlich nur noch für die Ehre, sagen wir es so. Auch wenn die beiden Rennen, die wir bis jetzt gewonnen haben, allesamt nicht so toll waren. Aber naja, ich hoffe ja immer noch, dass es ein bisschen besser wird, dadurch, dass ich einfach ein bisschen reinkomme hier in das Ganze. Im Item-GP ist jetzt nicht so dramatisch, dass ich nicht mehr unbedingt der beste Skiller bin in One-on-Ones. Das zeigt sich halt eher im Non-Item-GP und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen was zugelegt. In der Hoffnung, dass er irgendwo reinfährt, aber das war leider nicht der Fall. Wir legen hier nochmal eine Banane hin, die wahrscheinlich kein Mensch aufhalten könnte. Ja, und er zieht die Pilze. Ja, er hebt sich die Pilze dann natürlich auch so auf, dass er geschickt dann nochmal am Ende an uns vorbeiziehen kann, ist klar. Wer würde das nicht so machen, ganz ehrlich? So, jetzt kommt er nochmal mit Pilzen an, Fragezeichen. Vielleicht nicht, vielleicht schon. Ich versuche einfach mein Ding durchzuziehen hier und nochmal... Na, schade. Da hat er noch zwei Pilze wahrscheinlich gehabt, nehme ich an. Vielleicht hat er auch nochmal drei Pilze nachgezogen, das kann auch sein. Aber in jedem Falle hat er es gut ausgespielt, ja. Jo, und damit beginnen wir dann nochmal das letzte Rennen. Er führt eigentlich schon 5-3, das heißt, also ne, 5-2 führt er jetzt schon. Das heißt, wir probieren wenigstens noch ein, wow, juhu, ein 5-3 draus zu machen, das sieht immer recht, ja, wenig stark für ihn aus. Okay, da fällt er jetzt irgendwo ins Offroad. War das absichtlich? Nein, da vorne ist er wieder. Okay, das war ein Lag. Das war definitiv ein Lag. Anders kann man das nicht abtun. So, jetzt schießen wir da einen Greenshell hin, weil der trifft ihn... Oh. Okay, auf die Fake habe ich gar nicht geachtet. Das hätte auch ins Böse ins Auge gehen können, wenn ich davon getroffen worden wäre. Dann wäre ich die nächsten Tage... Der aber... Was ist denn... Hä? Okay. Und da ist schon wieder eine Fake-Box. Dann legt sie schon wieder genau ins Item. Das ist... Ich weiß nicht. Ist das... Denkt er, damit kriegt er mich? Also... Durchaus möglich, weil eben habe ich beinahe nicht drauf geachtet und deshalb hätte ich verkackt beinahe, aber... Ja, jetzt steht er da wieder rum, ist aber in Wirklichkeit trotzdem wieder weiter vorne. Ja, wir schießen die Roten jetzt einfach mal, weil der Leck war vorher, das heißt, mit ein bisschen Glück treffen die jetzt sogar. Und er legt ja die ganze Zeit Fake-Boxen ab, also... Schutz kann er da nicht viel haben, aber er hat sie trotzdem alle abgeblockt. Naja. Ja, jetzt steht er da schon wieder rum und ist in Wirklichkeit trotzdem wieder meilenweit vorne. Es ist... Also ich weiß nicht, was da los ist. Das ist nicht mehr feierlich, aber naja. Gut, ich probiere jetzt einfach nochmal den SC zu ziehen. Wahrscheinlich hat er hier auch noch irgendwas hingelegt. Ne, hat er nicht. Okay, dann probieren wir ihm schon wieder eine Fake-Box. Okay, die Wolke, das ist blöd. Bei den Lexi ihm zu geben wird schwierig. Wir müssen die ihm aber geben und ja, das... War nicht anders möglich. Ich meine, wir mussten umdrehen, ansonsten wären wir gar nicht mehr rangekommen und durchfahren hätte es auch nicht gebracht, dann hätte er noch ein Item gezogen. Also von daher war das schon gut, naja, was heißt gut gemacht? Also da hätten wir schon sehr viel Glück gebraucht, um die Wolke abzugeben. Aber er hat richtig abgebremst, ja. Gut, ein 6-2, Niederlage, was soll's? Ich meine, wie gesagt, wir sind als Underdog angetreten und haben... unsere Rolle auch perfekt ausgefüllt, was aber nicht heißen soll, dass ich diese Strecke hier in Zukunft in Ruhe lassen werde, weil ich mag Rennpiste und mit ein bisschen Glück und wenn ich ein bisschen mehr Übung habe, dann könnte da vielleicht auch noch was hinhauen. Also, ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder bei einer anderen Strecke erstmal wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao.